Damit herzlich willkommen zu Match 1 der Winter League, Spiel um Platz 3. Wir haben für die beiden Teams folgende Schiffsaufstellung. Für Yo-Boy eine Iowa, eine Duncan, eine Riga, eine Prest und eine Mogador. Für Oh-Boy eine Izumo, eine Duncan, eine Riga, eine Prest und eine Mogador. Also hier die Teamaufstellung ziemlich ähnlich, bis auf einen BB, da unterscheidet sich es ein bisschen. Was ich aus diesen zwei Aufstellungen schließen würde, ist, dass ein schneller Push auf A kommt, was man auch sieht, was beide Teams machen. Ist halt der Prest geschuldet. Wenn ich die Prest sehe, würde ich das erwarten. Und ich glaube, da gibt es einen kleinen Clash in A. So wie es aktuell aussieht, beide Teams bewegen sich dorthin. Und ja, mal gucken, wer das dann auch am Schluss besser spielt auf A. Wir werden ganz am Anfang einen Fight zwischen den zwei Mogadors sehen, bin ich mir relativ sicher. Und ja. Man sieht auch, Duncan ist auch mit am Start. Hier auch. Ich würde behaupten, dass Yo-Boy einen besseren Spawn hatte. Von der Position, die Duncan ist gleich nah dran an der Prest. Die andere Duncan ist ein bisschen weiter hinten. Aber man sieht schon ein bisschen eine Abwandlung. Also Yo-Boy schaut, dass sie sich schon für B positionieren. Und das Team von Oh-Boy committet sehr stark nach A. Also das ist komplett. Ich könnte mir auch vorstellen, um ein bisschen in die Zukunft zu schauen, dass die Prest und die Duncan vielleicht über die Einserlinie hier außen rum kommen. Hier hochdrücken. Die Izumo erstmal hier bleibt. Die Riga vielleicht hier abkappt schon mal, um das B-Cap ein bisschen abzusichern. Und da kommt der erwähnte Gunfight. Und da ist es jetzt interessant, wer den besseren Trade macht. Das wird nämlich, denke ich, spielentscheidend sein. Aktuell ist es noch sehr, sehr ausgeglichen. Aber es sieht für Oh-Boy ein bisschen schlechter aus, der Trade gerade. Aber kommen noch Shells rein. Also da ist noch nichts entschieden. Kommt noch gut Damage rein. Damage-Con ist jetzt bei beiden gezündet. Frage ist, geht da noch ein Brand rein? Leider nicht. Aber ich würde sagen, ziemlich ausgeglichener Trade, der noch nicht vorbei ist. Ne? Die andere Mogador will es noch ein bisschen wissen. Und Gant noch weiter. Ja, da kommen auch die Shots auch von der Izumo ja noch rein. Also da ist noch gut was am reinfliegen. Ja, und wenn ich das jetzt so beurteilen würde, ist das fast ein klassisches Unentschieden. Was den Gunfight der DDs angeht. Was aber hier ganz gut ist, dass die Mogador sich gleich hier an die Insel setzen will. Und die Riga ist in Position. Das heißt, sie haben ein Radar für das Cap. Und man sieht schon, die Prest und die Duncan fahren schon nach außen. Die Prest von oben nimmt ein bisschen weiteren Weg, um da ein bisschen sicherer zu sein. Hier ist Crossfire ist gefährlich. Das dürfen wir nicht vergessen hier. Die Iowa kann hier durchaus Schaden anrichten auf die Prest mit einer guten Salve. Aber sie gehen wirklich für den Commit. Okay, die Mogador fährt jetzt doch aggressiver ins Cap. Und so wie es aussieht, wird auch Oh-Boy dann den Cap bekommen, weil ja, die eine Mogador tut jetzt run-reversen, so wie es aussieht. Die Frage ist, kriegt er ihn spotted? Und ja, wer hat den besseren Feuersupport? Also, das ist ein klassisches 3 gegen 3 jetzt. Und wer dann den besseren, wer bessere Eröffnungssalbe bekommt, wird das auch gewinnen. Riga geht auf, wird natürlich jetzt erstmal eine Schelle kriegen. Ja, das schön vorne durch die Schnauze durch. Maximal unangenehm. Aber was hier halt sehr, sehr gefährlich ist, wenn es die Prest hier ran schafft, muss sie halt vom Torp, möglichen Torp-Rush von der Mogador geschützt werden. Weil das ist potenziell möglich. Na, wenn er geschossen hat im Reload ist, kein Reload-Booster ready hat, aktuell hat er ihn noch ready, dann kann natürlich die Mogador für den Push gehen. Was jetzt natürlich für die Mogador relativ gefährlich sein könnte, ist, dass die Prest jetzt gleich Hydro zieht. Das heißt, er ist spotted. Und auch Perma-spotted. Na, also, ja, sie wissen jetzt halt, wo die Mogador ist. Und wenn es hier gut läuft, kann die Mogador ihn verdeckt farmen. Was er jetzt auch tut. Ne? Also,
Das ist ein bisschen gefährliches Positioning von der Mugado. Die muss jetzt auch abbrechen. Und ja, das ist eigentlich jetzt optimal geschützt hier. Die Duncan covert die Prest. Es wird noch ein bisschen dauern, bis die Prest unten ist. Und ja, ich denke, dass die Mogador jetzt versuchen wird, zu A zu fahren. Zu B zu fahren, Entschuldigung. Und vielleicht bei B ein mögliches Cap mal zu probieren. Der Oboi ist halt jetzt hier relativ stark in Bedrängnis mit ihrer Riga. Weil ein, zwei gute Salven von der Iowa und ist die Riga halt auch raus. Ja, und Mogador wurde jetzt weggedrängt. Also hier wird fleißig umhergetradet. Ja, man sieht hier, die Salben, die tun verdammt weh von der Iowa. Aber die Iowa wird jetzt auch im Verbund gefarmt. Das ist auch relativ gefährlich. Ne? Jetzt setzt die Mogador mit ein. Brand ist gecleaned. Das heißt, alles, was jetzt kommt, ist Permabrand. Also maximal unangenehm. Und die, da sieht man auch sofort, da kommt der Reload-Booster. Ne? Die Mogador weiß genau, was Phase ist. Er sagt, okay, Leute, der hat gecleaned. Cooltime ist runtergelaufen. Und jetzt müssen wir den Jungen anzünden. Ja, übers komplette Deck. Und der erste Brand sitzt schon. Der erste Permabrand ist hinten. Der zweite Permabrand sitzt. Und wenn die Iowa jetzt kriegt jetzt ihren nächsten Heal rein. Also die könnte rausgehen hier. Wenn sie den Heal nicht rechtzeitig reinkriegt. Ja, da kommt der Heal. Die Frage ist, wer geht früher raus? Riga oder Iowa? Ich würde stark für die Iowa tendieren. Weil sie massiv angeschlagen ist. Sie ist auch noch offen. Mogador hat aktuell keine Range. Ich glaube, die Riga hat auch keine Range. Ich denke, dass die Izumo oder einen Final Strike abliefern wird. DamageCon läuft noch, aber 5k kriegt man mit einer guten BB-Salbe auch runter. Na, bisschen Pech gehabt. Viele Shatters gehabt, so wie es aussieht. Und der brennt halt immer noch. Also, oberstes Ziel wird sein, den zu finishen. Hier drüben passiert was. Kommt der Push von der Prest. Und der ist gut, ne? Also der ist wirklich gut. Und das Force, die andere presst raus. Und wenn Oboi hier nicht aufpasst, dann kriegen sie hier einen Trade. Vielleicht noch BB gegen Cruiser. Und das ist natürlich bitter. Aber sie haben hinten das BB bekommen. Wichtiger Kill hier. Das ist natürlich sehr, sehr gut fürs B-Cap. Und ich denke, hier wird für einen Ram gegangen. Vielleicht auch hier wieder. Vielleicht hat die Duncan da ein bisschen zu früh ihre... Oh, das ist bitter. Kriegt der Brand ihn noch? Oh, schöne Crossshot von Izumo. Die Duncan gesaved hier. Das hätte richtig ins Auge gehen können. Sehr, sehr wichtig, hier den Kill zu machen. Also, Control Killer hat hier sehr gut aufgepasst auf seine Teammates. Wenn hier der Ram gekommen wäre... Wäre schwierig geworden. Ja. Aber jetzt sieht es für Obe relativ gut aus. Ne? Sie haben jetzt zwei Caps. Gut, das eine wird angecapped. Aber ich denke mal, dass da nicht viel passiert. Und die Riga nutzt natürlich jetzt ihre Chance. Sie weiß, dass die Duncan breit ist. Zieht jetzt rein. Und wird dem ein paar verpassen. Und das wird ganz schön wehtun. Ja, muss halt auf die Cross-Shots von der anderen Riga aufpassen. Aber das hat... Wobei, sehr, sehr gut gespielt. Die Izumo hier war relativ wichtig für das Spiel. Hat auch immer Shots ready gehabt. Gerade hier aufs BB viel Damage gemacht. Na, der Kill war natürlich sehr, sehr wichtig. Und da haben sie den Trade, der erst sehr gut für Yoboi ausgesehen hat, noch gut umgeworfen und gut ausgecountert. Und damit sind sie jetzt zwei Caps ahead. Haben den Schiffsvorteil, den HP-Vorteil. Also, es sieht sehr, sehr gut aus. Und ich denke auch, dass die Riga jetzt zugeht. Genau. Aber die Mogador von der anderen Mogador gecatcht. Und der hat natürlich seine Türme nicht gedreht. Und kann sich jetzt erstmal nicht wehren. Das dauert ein bisschen, bis die Türme ready sind. Da kommen nochmal Cross-Shots rein. Aber ich denke, dass die Mogador den Gunfight gewinnt. Ja. Also er hat ihn da gut gecatcht. Clever agiert in dem Fall. Und gut abgeholt. War auch wichtig, um noch im Spiel zu bleiben, um noch eine Chance zu haben. Aber zwei BBs, man sieht jetzt gleich, wie es bei der Riga einschlägt. Okay, Glück gehabt, ein bisschen mit der Dispersion. Das hätte auch mehr knallen können. Gerade in Izumo. Ja, mit 3k. Du kannst BBs ein bisschen farmen, aber ob du sie wirklich gekillt bekommst,
schwierig, behaupte ich mal. Sehr, sehr schwierig. Ja, Oboi kann jetzt halt die Caps verwalten im ersten Moment. Und Jobo ist halt jetzt in der Bringschuld. Die müssen jetzt liefern, um dann noch was zu kriegen. Aber da kommen nochmal Duncan-Shots rein, weil er kurz gespottet war vom Spotterplane von der Izumo. Also, da zurückzukommen wird sehr, sehr schwer. Vor allem, weil sie noch ihr Radarschiff haben. Das heißt, die Mogador ist immer noch in Gefahr. Sie haben halt zwei BBs, die full life sind. Und mit einer Riga. Sei mir nicht böse, aber der schaut da halt auch ein bisschen in die Tonne. Jetzt ist die Mogador gespottet. Kommen gleich die Riga-Shots rein. Gute Salve und ich denke, die Duncan macht hier Feierabend. Gut gedodged von der Mogador, muss man auch sagen. Incoming Shells vom BB geahnt, aber so ein kurzes Radar von der Riga könnte reichen. Jetzt hat er geschossen. Das heißt, er ist jetzt perma-spottet. Für 20 Sekunden, solange er schießt. Legt nochmal alles rein und versucht die Riga hier runter zu farmen. Aber ich glaube, das gebündelte Feuer von zwei BBs und einem Cruiser wird ihn da finishen. Ja, und jetzt heißt es für die Riga, Spiel des Jahrtausends abliefern. Was natürlich sehr schwer wird. Ich gehe davon aus, dass die Izumo, sobald er da rumkommt, ihn erstmal löscht. Und dann holt sich Oboi da auch den ersten Win im Best of. Ah, Glück gehabt mit der Dispersion da. Kriegt er noch ein, zwei Salben raus, aber die Secondaries finishen ihn dann. Gutes Game. GG an beide Teams. Sehr, sehr spannend. Und wir gratulieren Oboi zum Sieg im ersten Match. Herzlichen Glückwunsch.